Hallo YouTube, Tag 1992 wieder hier und heute wieder mit einer Figuren-Review. Heute stelle ich euch aus Fates Day Night die Figma von Archer vor. Die habe ich auf der Leipziger Buchmesse gekriegt, Gott sei Dank noch, denn es war sonst fast unmöglich, diese Figur noch zu kriegen. Und ja, bevor wir uns der eigentlichen Figur widmen, hier haben wir die Verpackung. Das sind so Klarsichtfenster. Hier nochmal ein Bild von Archer. Hier kann man noch so verschiedene Posemöglichkeiten sehen. Und hier ist er nochmal. So, und bevor ich jetzt zu Archer komme, kommen wir erstmal zu den Extras. Da haben wir erstmal hier wieder einmal dann zwei Hände, so die Fäuste. Hier haben wir zwei offene Paare, eine noch offenere Hand. Und das ist die Hand. Dort kann er seinen Bogen halten, das zeige ich aber noch. Hier haben wir den Bogen an sich. Das ist der Pfeil für den Bogen. Gefällt mir auch hier, gehen wir mal scharf. Na? Jetzt. Kann man auch sehen, schön, ja, alles bemalt auch. Gefällt mir richtig gut. Und ich lasse das gleich so. Und die Schwerter von Archer, die sind übrigens identisch wie die, die bei der Shiro-Figma dabei lagen. Ich habe auch schon die Hände dran gemacht. Aber einmal werde ich sie abmachen, okay. Den wir wieder auf Archer. Also ganz die Figmas. Kommen wir in der Station. Das ist Standard Figma Station. Ach, blick dich hin. Gut. Das ist noch so ein extra Nupsi, den kann man hier ran machen. Und hier ist nochmal so ein extra Verlängerungsstab, wenn man ihn in die Luft packen will. Okay. Und was ich auch sehr gut finde, falls man wirklich so ein Dussel ist und sein Gelenk an der Hand abbricht, ist so ein Ersatzgelenk dabei. Das ist eigentlich, muss ich sagen, etwas extra. Okay, kommen wir mal zur Beweglichkeit. Erstmal schauen wir uns ihn überhaupt in Detail an. Gefällt mir richtig gut, die Bemalung auch wieder hier. Auch hier an den Augenbrauen. Gefällt mir richtig gut hier alles. Machen wir so lieber wegen dem Licht. Alles schön detailliert, dann nochmal hier von hinten. Sieht auch richtig schön natürlich aus auch. Was das angeht, gefällt das mir schon mal richtig, richtig gut. Okay, wir haben einmal natürlich ein Kopfgelenk, ganz normal. Hier haben wir ein Kugelgelenk. Hier. Dann siehst du seinen Bewegungsspielraum hier. Am Arm ist aufgrund dieses Schutzes hier ein kleines bisschen eingeschränkt. Dann haben wir hier ein Punkt in Dings. Hier haben wir auch nochmal einen Punkt. Bein und Arm. So, man kann übrigens ihn auseinanderziehen und könnte dieses Umhangteil, das hat übrigens auch hier, wenn man es ein bisschen hinstellen kann. Ach, das ist auch nochmal so ein Cape. Damit könnte man das ihn auch noch abnehmen. Also er kam auch noch mit einem schreienden Gesicht. Wenn man das jetzt, ich sage mal, wie man das so austauscht, man nimmt hier das, also die Kamera ein bisschen. Ups. Die fällt gleich um. So, auf jeden Fall macht man hier dann den Kopf ab. Und dann macht man den hier einfach wieder drauf. Gefällt mir auch sehr gut, muss ich sagen. Okay, also wenn wir jetzt die Hände austauschen wollen, die sind jetzt sogar ein bisschen anders bei Figma. Also früher war das halt, da war der Stift an der Hand dran. Jetzt, zieht man das ab, bleibt hier, und der Stift ist da und da ist ein Loch in der Hand. So. Ach. Wartet mal. Die Hand will leider nicht so, wie ich es gerne möchte. So. Oh, dann können wir auch Archer jetzt mit seinen beiden Schwertern hinstellen.
und ihn dann in irgendwelche coolen Positionen stellen. Er sagt, ich würde aufgrund dieses Umhangs empfiehlt sich die Station halt. Auf jeden Fall. Sieht für mich auf jeden Fall richtig cool aus. Kann ich nichts gegen sagen. So, dann kommen wir jetzt mal, was auch noch wichtig ist, weil er heißt ja nicht Archer ohne Grund, weil Bogen. Der Bogen ist eine lustige Sache. So wäre es echt ein Ding der Unmöglichkeit, die Hand dran zu machen. Deswegen haben die sich drüber nachgedacht. Man kann das hier abnehmen. Dann muss man die Hand daran fiemeln. Dafür muss ich dann hier nun mal das Schwert aus der Hand nehmen. Na, kommst du? Raus da! So. Aber ich werde, das wird jetzt ein Akt, die daran zu machen. Irgendwas sagt mir, wenn die Hand zumindest, boah. Ich krieg diese scheiß Hand da nicht ran. Ja gut. Ja, okay, aber ihr wisst, was ich meine. Also, bevor ich jetzt hier 3-4 Minuten mit der Hand abquäle, muss ich wahrscheinlich wirklich volles Fund die Hand verbiegen. Aber gut, aber was natürlich auch wichtig ist, so, wenn sie lieber eine etwas lockerere Hand nehmen sollen. Das war schon so ein Akt, die Schwerter in die Hand zu kriegen. Aber gut, was ich trotzdem ja zeigen kann, er hat ja hier eine extra Hand für den Pfeil. Und ich muss sagen, das ist so. Hält super gerade. Sind nur 3 Finger, aber hält. Komm mal her, Archer. Ich soll euch nur vorstellen, wie er den Bogen dazu hält. Ja, sorry, dass ich es jetzt nicht so zeigen kann. Okay, wie finde ich diese Figur? Finde ich, ist super toll, haben sie super hingekriegt. Archer kam ja auch recht spät erst raus und ja, und ich als großer Fates the Night Fan musste ihn, als ich ihn auf der Messe gesehen habe, dann, auch wenn das über 100 Euro waren, 150 um genau zu sein, musste ich ihn dann einfach haben. War mir dann nämlich in dem Zeitpunkt wirklich so ziemlich von scheißegal. So. Also dann kann man hier ihn auf die Station packen. Und kann sich über die Archer-Figur freuen. Sagt, ist so eine Figur, würde ich jeden Fates the Night Fan empfehlen. Ist bloß halt ein bisschen arg schwierig, die Hand an den Bogen zu machen. Gut, ich werde mir ein bisschen Mühe, kriegt man das dann auch irgendwie hin. Ist ja eigentlich dieser Kritikpunkt, aber ansonsten super Figur. Ich hoffe, euch hat die Review gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Tyra1992. Bis dann.